Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Overlord. Ich habe jetzt ein bisschen bessere Laune im Vergleich zum letzten Mal. Und wir machen jetzt weiter. Und zwar im Dunkelwald wollte ich, glaube ich, anfangen. Ja, im Dunkelwald wollte ich anfangen, oder? Wollte ich im Dunkelwald weitermachen? Wir machen im Dunkelwald weiter. So, da können wir nämlich unsere blauen Schergen endlich gebrauchen, weil die brauchen wir, um überhaupt irgendwie weiterzukommen. Und wir können die sowieso alle auswählen. Wir können bis zu 25 Schergen nehmen. Wir nehmen 12 von euch. Ich würde mal sagen 3, 4, 5 von euch. 3 von euch und 5 von euch. Ach, ich darf nur 20. Ach so, darf ich 25? Durfte ich nicht warten? Moment, Moment, Moment. Erstmal, Moment. Das. Hat das? Wenn das Spiel es nicht gespeichert hat, dann. Hä? Ich habe da noch ein Upgrade gefunden. Ich kann doch bisher nicht 15 mitnehmen. Auf zum Hügelland. Hat das Spiel das nicht gespeichert? Das Spiel muss das gespeichert haben. Wenn nicht, flippe ich langsam aus. So, erst selber scouten und drüber gucken. Das Spiel hat es nicht gespeichert. Das Spiel hat auch die Zusatzdinger hier nicht gespeichert, die ich mir angeeignet habe von den Dingern hier. Was zum Teufel? Kann ich aber alles neu machen oder was? Boah. Okay, halt alles nochmal neu. Die Save-Funktionen des Spiels sind also auch nicht ganz so unbuggy. Warum auch nicht, ne? Also, gibt zu meiner Laune zum Beispiel schon mal jetzt einen ganz guten Dämpfer, aber noch lasse ich mich nicht aus der Ruhe bringen. Noch passieren nicht zu derbige Sachen. Und noch bringen wir hier ziemlich gut Leute um. Okay. So, wie war das nochmal? Wir müssten. Dahinter konnten wir gehen, glaube ich, ne? Oder mussten wir dazu irgendwas freilegen? Genau, da. Ah ja, was freilegen mussten wir. Genau so war das. Da ging es nicht. Das heißt, wir gehen hier rüber. Okay, machen wir den ganzen Kram nochmal. Ich würde ihn ja gerne cutten, aber nö. Mache ich halt jetzt doch nicht. Ist mir dann doch irgendwie doch zu viel Arbeit, eine Taste zweimal zu drücken. Ich habe nichts gesagt. Ich hoffe einfach mal, das passiert nicht mehr öfter, weil das. Was soll das? Ich habe doch bestimmt. Oder habe ich. Nee, halt, ich bin mal. Moment, ich bin bestimmt immer zum Zunden. Oder bin ich nicht? Was habe ich im letzten Part eigentlich alles getan? Bin ich nochmal zum Turm zurückgegangen, sodass es dann gespeichert werden konnte? Ei, du lol. So, machen wir erstmal die Wand hier runter. So. Und dann schicken wir die Blauen ins Feuchte. Nasse? Kühle? Wie man will. Und gib mir mehr Schärge, denn ich will die 25 gerne haben, bevor ich in den Wald zurückgehe. Oh, ein Objekt. Ich mag Objekte. So, mit 5 sollten sie auch locker rübertragen können. Sind nur 5 Minuten, die wir verpassen. Also passt das doch schon. Trotzdem finde ich zum Kotzen, dass ich das nochmal holen muss. Ah ja, die Lichterverkehr habe ich schon ziemlich drüber aufgeregt, dass die so komisch sind, ne? Von wegen, hä? Wie jetzt? So, bitte einmal hinsetzen, damit ich mehr Schergen mitnehmen kann. Und dann in den Dunkelwald und da den ganzen Rest machen. Ihr könnt mehr Schergen kontrollieren. So, und wieder zurück. Gut, es sind nur 4 Minuten 30, die wir jetzt verloren gegangen sind. Ist mir aber auch fast schon egal. So, auf in den Dunkelwald. Da gibt es 3 Quests zu machen. Ich kann mich aber gerade nur an 2 erinnern. Einmal den Schild erledigen von den Typen und den Typen selber erledigen. Ach so, den Eingang ins Zwergenland soll ich hier finden. Okay. So viel dazu. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier mal 12 mit, wie ich gesagt habe. 5 von euch habe ich gesagt. 3 von euch.
und 5 von euch. So, jetzt haben wir endlich mal alles zusammen, was ich auch gerne haben möchte. So, wie geht's jetzt hier weiter? Lass mal sehen. Wie sieht's denn hier aus? Wir müssen irgendwie diese komischen Energiedinger noch finden. Ich meine, da hinten war einer, den wir nur mit dem Blauen erreichen konnten. Und für den Rest mussten wir uns, glaube ich, Brücken freilegen, die wir sowieso nur mit den Blauen freilegen dürfen. Bevor du Scheiße machst, töte ich dich. Noch einer von der Sorte. Okay, ich hau ich auch locker weg. Und da hinten ist etwas. Okay, sehen wir uns mal das von hier drüben aus an. Dich lasse ich mal in Ruhe, weil ich freundlich zu dir bin. Ah, ich versperre es mit dem Weg. So, wir haben ja zufällig genug Blaue, um einmal das da machen zu können. Was bringt mir das eigentlich? Ich meine, irgendwas wird es mir schon... da versenkt? Why? Okay, da versenkt, wieso auch immer. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Ja, hier ist ja dieser komische... Och, nicht ihr. Ich gebe auf den Piss. Einfach nur, weil ihr da seid. Und ich gebe mir nur auf den Piss. Einfach nur, weil ihr auch da seid. Noch mehr von denen? Ach, da drüben. Ach, ein Schamane! Stimmt, der konnte die stunnen. Irgendwie sowas war das, ne? Ja. So, hier ist ja mein Freund der Oberon. Hier kann ich sogar nicht weitergehen. Okay. Gehen wir erstmal darüber. Es sind noch zwei, die ich erledigen muss. Mal sehen, wie es hier so aussieht. Ich meine, hier brauchte ich auch. Also ich brauchte sowieso die Blauen hierfür, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, wofür ich die brauchte. So lange her, seit ich es jetzt gespielt habe. Und vor allem zuletzt, dass ich hier war. Konnte ich hier schon entlang gehen? Ich meine, ich habe hier, einen Weg freigemacht. Da ist ein großer Frosch. Kann ich hier irgendwie runter? Von da aus komme ich runter. Komme ich da irgendwie hin? Dass ich den Frosch irgendwie rauslocken kann? Nee. Nö, komme ich nicht. Okay. Aber hier komme ich doch bestimmt runter, oder? Ja. Pass auf, ich drehe mal die Frösche. Ihr sollt mich auch in Ruhe lassen. Hallo? Bitte das tun, was ich euch sage. Und nicht mittendrin sagen, oh nö, auf einmal höre ich einen Befehl nicht mehr. Danke. So, machen wir erstmal, was immer das bringt. Ah, a bridge. A bridge ist sinnvoll. Bleibt zurück, Eindringling. Keine eurer Art ist jemals aus unserem heiligen Tempel zurückgekehrt. Das soll ein heiliger Tempel sein? Wer vor euch diesen Weg ging, ist dort gestorben. Wenn ihr weitergeht, ist deren Schicksal auch das eure. Da wage ich noch zu bezweifeln. Auf jeden Fall müssen wir sowieso dahin gehen. Die Schädelhöhle, okay. Denn da ist auch einer von diesen komischen Knoten. Direkt unter dem Baum des schlafenden Elfs. Hier entstehen seine Albträume. Ich muss mich mit seinen Albträumen auseinanderfechten. Oh nö, habe ich irgendwie keine Lust zu. Ich habe alle Schergen dabei, falls irgendwas passieren sollte. Irgendwelche Giftbrühen oder Flammen lodern. Oder ich hier irgendwas unter Wasser machen kann. Ich habe halt alles dabei. Und die Kamera nervt mich gerade. Kamera. Auf mich zu nerven. Lass mich kämpfen. So will ich es haben. So wie es jetzt gerade ist. Nur ist es so ziemlich selten so. Ah, da ist ein Schamane. Ein K.E.-Romane. Ja, super, du hast jetzt... Wie viel hast du jetzt... Von was für ein Typ ist, ne? Der tut hier ein paar Stun und dann haut er einfach ab. Wie so ein kleiner Pisser. Aber von dem brauche ich keinen Schiss zu haben, die sind eh relativ schwach. Ach, da ist noch so einer von der Sorte. Warte mal, ich bin mal witzig. Hiyo! Oh, hat das nichts gebracht? Doch, er hat einen gestunt. Wahnsinn.
Und da konnte ich abhauen, weil ich zu schnell dafür war. Wir können auch die Grünen gegen die einsetzen, sinnvoll einsetzen, die von hinten angreifen, aber nö. Das ist mir zu viel Malko. Das brauche ich nicht unbedingt, das geht auch ja so. Da war doch gerade, wollte gerade sagen, da kam doch gerade ein Pfeil rausgeschossen. Und die Roten kämpfen automatisch vom Fernkampf mit hinterher, das gefällt mir. Mal gucken, klappt das? Klappt das? Klappt das? Klappt das? Ja, klappt. Ich kann auch in der Luft angreifen, das ist gut. Ein bisschen grüne Energie sammeln. Ist nicht verkehrt, auf ein paar zu haben. Den da bitte angreifen. Nee, es klappt nicht, es klappt nicht. Nee, 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 nee. Oh, ich habe alle gerettet. Das ist cool. Töten, 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 töten. Was ist denn das? Sieht gefährlich aus. Ich fass besser nicht an. Ah, so einer. Okay. Ja gut, die beleben den eh immer wieder. Okay, da muss ich jetzt ein bisschen den Kopf anstrengen. Das ist nicht mehr ganz so einfach. Den Typen könnte man besser mit den Grünen erledigen. Ich habe nicht so viele von denen, nee, nur drei. Ich muss sowieso auch diese komischen Schamanen erledigen, damit der nicht so... Warte mal, geht das vielleicht? Kann ich ihn anlocken? Hallo? 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 Kommen wir zurück. Ja, anlocken könnte ich ihn, glaube ich, sogar. So, ich frage, was die Schamanen dann machen, weil die kommen ja trotzdem mit. Ja gut, zur Null, ich habe von dem braunen Armee genug. Mach einfach mal Volldampf. Die Grüne setze ich mal um ihn herum. Um ihn herum. So, erledigt. Es scheint nicht zu wollen, dass wir diesen Weg einschlagen. Deshalb sollten wir es umso mehr tun. So, und selbst wenn du ihn wiederbeleben solltest, du bist jetzt auch tot. So, der Weg mit den Knüppel, sag ich mal, hat doch ganz gut funktioniert. Dahin geht's weiter, aber da komme ich erst hin, wenn ich den Kern erledigt habe. Okay, ja gut, Kern, Energieknoten, Wurzelknoten, wie man auch immer ihn nennt. Wo ist denn der überhaupt? Drei Wege. Der Kern geht nach da. Ich gehe erstmal hier entlang. Na gut, der Name macht der Höhle wenigstens seine Ehre. Also Schädelhöhle passt. Ah, hier kann ich mir einen Toten wieder ranholen. Passt. Da gehen wir gleich lang. Das scheint nämlich richtig zu sein. Wir gehen erstmal hier lang. Nur zwei von euch. Das ist relativ wenig. Kann ich das ein bisschen locken? Ja, du hast mal ins Nichts gestunt. Du hast auch ins Nichts gestunt. Mann, sind die Typen berechenbar. Oh, da ist noch einer gewesen. Guck mal her. Der hat mal sowas von ins Nichts gestunt. Und erledigt. Und das sieht interessant aus. Sieht wie ein Mana-Upgrade aus. Nicht, dass ich es brauchen würde. Ich benutze, glaube ich, so oft mein Mana, aber... trotzdem sieht nach Mana-Upgrade aus. Da setzen wir mal drei für hin. Oh, ein Objekt. Ha, irgendwie wusste ich's. Irgendwie wusste ich, dass da was kommt. Wir stemmen immer noch wie die Typen vom Mondclan von Diablo. Okay, ansonsten ist hier gar nichts, ne? Ne. Hm? Was greifst du denn da an? Keine Ahnung. Gut, dann bringen die das Mana-Upgrade mal zurück. Ich denke mal, das Mana-Upgrade ist, das sah ziemlich obvious aus. Wir schlagen schon mal den Weg in die Mitte ein, um ein bisschen zu gucken, was da drin ist. Ich denke, mit 7 braunen Scheren geht das auch ganz gut. Was haben wir denn? Ach, hier ist noch eine Weggabelung, okay. Mit einem großen. Hm. Den kriegen wir schon kaputt, der sieht ziemlich alleine aus. Kommt mal her, ich glaube, da kommt jetzt gerade angelaufen. Nein, doch nicht. Ja. Irgendwie so, alle drauf. Ich
weiß nicht, irgendwie ist der ziemlich einfach zu erledigen. Ein bisschen Gold sammeln, vielleicht brauchen wir es ja, um uns selbst mal zu upgraden. Wenn wir dafür genug Schergen haben zum Opfern. Dann den einen Mann Verlust wieder mitnehmen. Ja, das hier mal kaputt machen. Ist da was drin, ne? Nein. So. Die anderen brauchen noch ein bisschen, scheint mir so, ne? Ach, falsch, da geht's lang. Das sieht mir einladend zum Thema Hinterhalt aus. Oder auch nicht. Ah, der Kern. Ziemlich offen. Frösche. Das ist Wasser, ne? Ja. Ja, das ist Wasser. Ja. Da ist ein großer Quarko-Mart. Ja gut, Frösche sind nicht das Problem. Wir haben den Kern weg. Kommt jetzt zurück, ich habe keinen Bock, dass ihr ins Wasser geht, gelockt werdet. Kommt mal mit, ich habe jetzt keinen Bock, dass ihr da weitergeht. Was machst du denn da? Wir können die Taktik besiegen. Einfach drauf. Verlieren wir immer nur einen Braun und da er uns immer drei gibt, sind wir bei plus zwei am Ende. Insofern denke ich mal, dass die Taktik, auch wenn sie irgendwie mit Opferung zu tun hängt, doch die beste. So. Entweder haben sie jetzt das Ding da hier hingelegt oder irgendwas anderes passiert. Auf jeden Fall können wir jetzt hier durchgehen. Aber ich habe kein Mana-Upgrade bekommen, ne? Ah, die sind ja noch unterwegs, okay. Lloyds? Wo ist mein Mana-Upgrade? Hier ist der Portstein, hier hätte ich ihn hinlegen können. Suchen wir ihn mal. Hintenrum sollte eigentlich eher alles frei sein. Kommen wir wieder ran. Wo habt ihr den hingestellt? Bestimmt vorne in der Höhle, weil da kein Portstein war oder so, ne? Gehen wir durch den Nebel. Nebel. Wo haben die? Ach, die haben da ja. Ach doch, die haben da hingeworfen. So, dann kommt dann wieder zurück. Lloyds, zurück. Zurück. Hier vorne ist der Portstein. Vielleicht Trick 17. Vielleicht gehe ich auch mal vor. Vielleicht hilft das ja, dass sie endlich mal zu mir kommen. Oder auch nicht. Wie blöd sind die? Nö. Oder ich gehe einfach mal hier durch, gehe wieder zurück. Dann müsste der sich eigentlich wieder resetten, ne? Dann müsste der sich eigentlich resetten. Meine Schergen habe ich alle. Den Portstein aktivieren wir hier mal, damit wir den auch registrieren. Die Gegner haben sich nicht alle resettet. Das ist in Ordnung. Ja, gut, die haben sich resettet, aber die waren eh kein großes Hindernis. Da war irgendwie ziemlich obvious. Wow, da ist einer. Der ist dann beim Stun gestorben. Okay. Da stirbt tatsächlich einer, wenn er gestunt werden will. Cool. Kann ich jetzt so vielleicht mal locken? Nein, nein. Boah, es klappt. Nicht so gut wie beim letzten Mal, aber es klappt.
So, bitte einmal mitnehmen. Oh, ein Objekt. Ach, das war ja noch da. Vergessen, dass die auch noch da waren. So, jetzt aber. Ich würde sagen, den bringen wir noch zurück und dann tue ich erstmal ganz kurz cutten, dann sind wir im nächsten Part wieder. Fortschritt, ja. Diesmal klappt es ganz gut. Sieht extrem nach Mana aus. So, bitte dahin platzieren und nicht davor stehen bleiben. Danke. Und? Ah. Sehr gut, dann kann ich hier ganz kurz und sehen uns gleich wieder. Bis dann.